einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich die erste richtige Episode der Fashion-Frage. Und vielen Dank für eure Einreichungen via Twitter, Instagram und natürlich vor allem über die YouTube- und Blog-Kommentare. Da jetzt ja gerade die Festival-Saison beginnt, konnte ich leider nicht an mich halten und musste passend dazu eine Fashion-Frage auswählen. Und zwar ist die via Instagram eingegangen, und zwar von der lieben Lisa Mack T1. Ich werde auch das Bild nochmal unten in der Infobox verlinken, beziehungsweise ihren Account. Vielen Dank für deine Frage. Und zwar fragt sie hier, die Festivalzeit hat ja begonnen und ich frage mich jedes Jahr aufs Neue, wie ich meine geliebten Docs kombinieren kann. Hast du ein paar Tipps? Und dann hat sie dazu auch noch ein Bild von ihren Docs gepostet, was ich natürlich total cool fand. Und ja, erstmal die Frage, Docs ja, nein oder eben Schuhe, die so ähnlich aussehen und sind die super fürs Festival. Ich kann euch jetzt hier etwas ganz Exklusives zeigen. Tada! Das sind meine Docs und das ist original Festival-Schlamm und zwar vom Southside. Southside ist jetzt auch an diesem Wochenende, geht dann jetzt wieder los. Und ja, total lecker. Also am besten kombiniert ihr die Docs mit sehr viel Dreck. So wie ich. Oh mein Gott, das ist ziemlich ekelhaft. Ich stelle die jetzt mal wieder weg. So, und ja, ich habe auch welche, die relativ hoch sind. Die hier sind nicht ganz so hoch. Das wird bestimmt von dieser Lochmenge, die ihr hier am Schaft des Schuhs habt. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig für alle Kombinationen. Also wenn man jetzt nur nach dem Look geht, also erste Regel erstmal auf dem Festival. Es geht nicht nur nach dem Look, sondern auch nach Wetter. Wetter ist sehr wichtig und Bequemlichkeit, dass ihr euch einfach wohlfühlt, dass ihr tanzen könnt, dass ihr Spaß haben könnt und nicht, dass ihr einfach nur gut aussieht. Aber generell, wenn wir uns jetzt mal mit dem Look beschäftigen, habt ihr hier diese Schafthöhe und dann eine bestimmte Lochanzahl. Und ich finde, dass je nachdem, wie hoch der Schuh geht, dass damit ein bisschen was zu tun hat, ob es besser aussieht, wenn man da jetzt eine Leggings anzieht, dass der dann mit der Leggings abschließt oder ob man eine sehr kurze Hose damit anziehen kann, ja, und so weiter. Weil ich aber auch schon mal ein Outfit mit diesen Docs zusammengestellt habe, werde ich euch das jetzt gleich einfach mal noch als nächstes zur Inspiration einblenden. Viel Spaß! Ihr habt jetzt auch gerade schon eigentlich meine Lieblingskombination gesehen, und zwar ist das eine Leggings, die kann ganz bequem aus Baumwolle sein, die kann dünner, die kann dicker sein, das ist eben je nach Wetter. Und ein sehr grober, luftiger Grobstrickpullover, den ihr hier gesehen habt, der hatte kurze Ärmel und war aus einem Material, was nicht so einen Hitzestau verursacht. Wenn ihr jetzt natürlich auf ein Festival geht, zu einem Wochenende, wo es super heiß ist, dann zieht natürlich bitte keinen Pullover an. Da kann man natürlich dann ein luftiges XXL-Shirt wählen, finde ich. Ich liebe ja die Kombination aus einem weiteren Hemd oder eben einem weiten Shirt zu einer Leggings. Und das, finde ich, kann man beides gleichermaßen super mit den Docs eben kombinieren. Und diese Kombination sieht am besten aus, wenn die Docs etwas höher sind oder eben andere Stiefeletten dieser Art. Geht aber notfalls auch, wenn die relativ niedrig schon abschließen. Das geht beides. Dann habe ich noch einen Kombinationsvorschlag für euch, der ja relativ voraussehbar ist, aber den ich trotzdem ganz schön finde. Und zwar besteht der aus einer Shorts und einem Crop Top. Wenn euch das mit dem Crop Top irgendwie nicht so super gut gefällt oder ihr sagt, das ist jetzt nichts für meine Figur, klar, das muss man natürlich selber wissen. Allerdings, wenn ihr die Shorts als High-Waisted wählt, kann man das Crop Top ganz gut trotzdem anziehen und man sieht nur ungefähr so einen kleinen Streifen Haut und das ist dann auch eher so von hier oben und nicht von unten, also Bauchnabel raus ist jetzt auch nicht so meine Spezialität. Und zur Inspiration für diese Looks habe ich euch auf tierntricks.de ein paar Collagen zusammengestellt. Dort findet ihr auch so gut es geht Herstellernachweise. Und wenn ihr natürlich dieses Wochenende aufs Festival geht, müsst ihr euch dann da behelfen. Aber wenn ihr noch ein bisschen mehr Zeit habt, könnt ihr vielleicht auch noch was bestellen. So ganz generell habe ich dort drei Looks zusammengestellt, die ihr euch natürlich gerne anschauen könnt. Und mein Favorit ist aber auf jeden Fall die Leggings und weites Shirt oder weiter Grobstrickpullover-Kombi.
Und ja, ansonsten habe ich auch noch eine Alternative für euch, die ich eigentlich noch ganz easy mit einer anderen Fashion-Frage verknüpfen kann. Und zwar hat hier die Coco Mademoiselle Nummer 5 auch ein Bild von ihren Schuhen gepostet, und zwar von Hunter Boots. Und zwar fragt sie hier: Hallo Jasmina, ich habe in einem Video von dir gesehen, dass du auch welche besitzt, also die Gummistiefel. Hast du vielleicht eine Idee, wie man die am besten kombiniert? Danke. Ja, und zwar ist da eigentlich meine Antwort, das könnt ihr eigentlich ganz genauso machen wie die Doc Martens. Ich habe nämlich auch Hunter Boots, wie sie ja hier schon geschrieben hat. Ich habe sogar zwei Paar, einmal in Blau und einmal in Schwarz. Und das ist jetzt auch eigentlich so die Message, und zwar, dass ihr die Hunter Boots super substituieren könnt mit den Doc Martens. Aber was ich euch empfehlen würde, wäre immer nur ein Paar mit aufs Festival zu nehmen. Wenn ihr vor Regen ziemlich Angst habt oder wenn Regen angesagt ist, natürlich lieber die Hunter Boots. Ich habe mit den Docs aber auch schon mal ein verregnetes Festival überstanden. Wenn man die mit dicken Socken anzieht, dann kann man da durchaus ja den Regen auch mit überstehen. Und dazu auch noch ein Tipp, der auch stylingmäßig gut aussieht. Wenn ihr Docs habt, die vielleicht gerade von dieser Länge des Schafts nicht so super zu euren Outfit-Vorstellungen passen, kann man da, um die optisch zu verlängern, super noch schöne Strümpfe, zum Beispiel auch so schwarze Kniestrümpfe, die kann man auch dann so ein bisschen shoppen, also ein bisschen nach unten, dass sie dann nicht so ganz hoch gehen. Aber einfach die dann da rein anziehen und dadurch wirkt natürlich dann der Stiefel etwas länger und dann könnt ihr auch damit spielen und gucken, damit optisches Bein verlängern oder eben verkürzen und schauen, ob ihr jetzt eine kurze oder eine längere Hose dazu anziehen wollt. Generell finde ich zum Beispiel, dass Röcke nicht so super gut dazu passen. Wenn ihr die Kombi aber super findet, dann go for it. Wenn es richtig kalt wird, finde ich auch schwarze Skinny Jeans super. Da solltet ihr natürlich wissen, die können beim Festival super dreckig werden, also nehmt nicht euer bestes Paar mit. Ja, und ansonsten ist es ja ein Look, der eher ein bisschen derbe ist, ein bisschen rockiger in Anführungszeichen. Einen letzten Tipp zu den Docs hätte ich noch, und zwar würde ich mit Accessoires nicht zu verspielt werden. Auch wenn Stilbrüche natürlich cool sind, finde ich jetzt so liebliche oder sehr verspielt oder sehr überladene Accessoires zu so einem Schuh irgendwie too much und finde, das passt nicht so richtig. Also ich finde etwas minimalistischere, ja, Kombination schöner in dem Fall. Aber wie gesagt, das ist einfach eure Sache und wenn ihr Bock habt, dann müsst ihr das so stylen und so kombinieren, wie ihr wollt. Falls ihr mal ein Outfit mit Doc Martens gemacht habt, könnt ihr mir das doch super gerne auch mal schicken. Und zwar gerne auch wieder einfach mit dem Hashtag Fashionfrage. Weiterhin gilt natürlich, dass ihr eure Fashionfragen auch weiterhin mit Fashionfrage einreichen könnt. Wieder bis zum nächsten Donnerstag, also wenn ihr das bis zum nächsten Mittwoch macht, wäre das super. Ja, wie immer Twitter, Instagram oder eben in den Kommentaren. Ich freue mich überall sehr und versuche dann jetzt auch trotzdem noch einige Fashion-Fragen auf Twitter und Instagram via Kommentar zu beantworten, falls sie es nicht ins Video geschafft haben. Ja, das war es dann auch schon. Am Wochenende gibt es noch ein weiteres Video. Ich habe noch ein paar ganz coole Blogposts stylingmäßig für euch vorbereitet auf tierntricks.de. Den Link findet ihr wie immer auch unten in der Infobox. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!